2 Stunden, da passen drauf. Der geht nicht, dann geht's aus. Das ist was, was ich abgeschafft habe. Das ist klug. Sehr gut, dann. Ich schenke Dinge, wenn ich glaube, dass ich. Das fangen wir doch mal an, bitte. Das macht auch total Sinn. Ganz oben steht Begrüßung. Jemand ist was Fraktionsvorsitzende. Sprecher. Dings. Ihr habt doch geflachte Hierarchien, also darfst du das machen. Ich gehöre gar nicht zur Fraktion. Ist doch völlig egal. Ich auch nicht. Ich kann das hat trotzdem Fernsehen, oder? Ja, genau. Liebe Fraktion und Gäste, ich begrüße euch alle herzlich zu unserer dritten Fraktionssitzung in diesem Monat. Ist das richtig? Ist die vierte. Na, die Frage, wollen wir einen Versammlungsleiter wählen? Bestimmen. Ja, Redeliste, Versammlungsleiter mache ich. Gibt es Gegenstimmen? Dann gebe ich jetzt an den Versammlungsleiter ab. Begrüßungsbitte. Die Begrüßung ist gerade schon passiert. Nein, allerdings gibst du gar keinen ab. Ich mache hier die okay. Stopp, wir sind jetzt bei Änderungen der Gänze der Tagesordnung. Ihr könnt alle mal unten reingucken, was wir für eine Tagesordnung haben. Aber Herr Bürger deputiert das. Ja, danke. Also Leute, wie ist das? Wir werden euch dann noch Tagesordnungspunkte anzumelden, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Die Tagesordnung noch nicht sehen, die stark, dass die Satzung bzw. Satzungsänderung nicht drauf sind. Ist der Server unter X-Fan-Piraten nicht zu lange, um eine Antwort zu sehen. Hey, wir können auch während wir hier sind die Tagesordnung ändern und vorziehen und so und neue Punkte reinmachen. Erstmal geht es darum, allgemein also ganz nach vorne die Satzung nicht kommen. Dann haben wir das auch vorher. Ja, okay. Steht auf dieser Tagesordnung drauf, dass wir über Internet abstimmen. Wir stimmen über das Internet. Tun wir das? Ja, hier steht Fraktions-IT-Anschaffungen. Okay. Ach genau, wir stimmen über die Internetverbindung ab, nicht über das Internet. Weil das ist ja schwierig, wenn du wirklich eine gefährliche Internetabstimmung hier rein. Können wir die mal kurz, weil hier die Kinder hatten, die werden die gerade. Wer kommt denn ins Pad rein und wer kommt nicht rein? Ja, also ich bin nicht drin. Ich habe auch eins für mich alleine. Ah, jeder sollte eins haben. Das Ding ist, dass bei mir zwei Internet vorlesen vielleicht. Bei mir steht Internetzugriff, so aber das ist, sobald hier drei Leute die Tage ausmachen können, sind die hier nichts mehr. Das ist echt so zum. Oh cool, ja, ich habe hier die Tagesordnung, ich kann selber verlesen. Sind wir drei Fraktionssitzung oder? Ja, jedes Mal. Wir haben noch so ein Pad, wo wir jedes Mal reinschreiben wollen. Da ist immer oben der aktuelle Termin. So, bla, anwesend, steht uns in der Reihe schon drin. Öffnung der Fraktionssitzung, Begrüßung, vierte Fraktionssitzung, bla bla bla. Versammlungsleitung, vorläufige Tagesordnung, Fraktionsbüro und Mitarbeiterorganisation, Notbuchhaltung, Arbeitsverträge, Fraktionssatzung, privilegierte Partnerschaft, Abgeordnetenwatch, organisatorisches Vorgehen,
Anträge, Beschlüsse, Tickets und Nachbereitung. Jetzt macht das Pad wieder Re-Establishing Connection. Ja, für welches drin? Ja, das scheint irgendwie. Ja, macht doch die Spiel einfach Ping-Pong mit. Ja, genau. Und das hat nicht mal was mit der Internetverbindung zu tun, glaube ich. Nee, ich glaube, die Windows IT macht das Pad gerade wieder kaputt. Ja, gut, dann fangen wir mal mit Dann möchte ich vorschlagen, dass wir den Punkt Satzung vorziehen. Ich möchte das auch begründen, weil mir jetzt dabei vor allen Dingen um die Einbeziehung, Einbindung der Bürgerdeputierten und der Stellvertreter, die laufende Fraktionsarbeit. Und das hängt natürlich dann auch mit dem Punkt zusammen, wie das Büro arbeitet, denn wenn wir ständig 10 oder 15 Leute sind, müssen ein paar Sachen ein bisschen anders organisieren, sonst funktioniert das nicht. Okay, wer ist denn von der Fraktion dafür, dass wir das vorziehen? Also den Punkt Satzung als allerersten Punkt für Tagesordnung machen. Das ist nicht wahnsinnig, oder? Also, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir jetzt die gesamte Satzung heute jetzt hier in der Fraktionssitzung besprechen. Nicht die gesamte. Nur den Punkt. Okay, den Rest dann als Heimarbeit endlich mal. Okay, dann stimmt mal mit so ab, wenn wir ein Ergebnis haben. Es geht jetzt darum, Satzung und Bürgerdebichette. Ja. Enthalten. Okay. Wieder noch da. Mike. Okay, hat jemand was dagegen? Alles klar, so. Dann schlage ich mal gleich vor. Also wie gesagt, es geht jetzt noch nicht im ersten Schritt darum, das schon druckreif zu haben, sondern dass man sich erstmal inhaltlich verständigt und dann dementsprechend in die Formulierung einarbeitet. Es gibt verschiedene Formen, wie die Bürgerdeputierten einbezogen sein können. Wir sind ja die einzige Fraktion, die praktisch eigene Bürgerdeputierte hat. Stimmt hier nicht ganz. Nicht ganz, mehr. Es gibt einzelne Fraktionen, die an der einen oder anderen Stelle ein oder zwei Bürgerdeputierte von Großfraktionsgnaden bekommen haben, Spannung. Ja, okay. Zum Beispiel zwei bekommen. Ja. Sie haben kein Anrecht drauf, aber sie haben sie abgegeben bekommen. Okay. Also es gibt aus meiner Kenntnis zwei Modelle. Das eine Modell ist, dass zum Beispiel dass alle Bürgerdeputierten, grundsätzlich sowieso, dass alle Bürgerdeputierten und Stellvertreter in der Regel an allen Fraktionssitzungen teilnehmen. Weil sozusagen die Fraktionssitzung der Ort ist, wo aus den Ausschüssen berichtet wird und wo die Ausschüsse vorbereitet werden. Das heißt, anhand der Tagesordnung geht man nur nochmal durch, wie tritt der Bürgerdeputierte in seinem Ausschuss auf, was gibt man ihm als Vorschlag oder was hat er für Ideen, ja, welchen Antrag bringt er dort ein und so weiter oder welche Vorschläge macht er für die Tagesordnung des nächsten Ausschusses. Das geht am besten, wenn die sozusagen in der regelmäßigen Arbeit der Fraktion mit einbezogen sind. Das grundsätzlich. Ich hoffe, dass das auch allen, die gestern gewählt worden sind, klar ist. Ja, wir haben es leider wirklich nicht so gesagt in der Dienstversammlung, was das an Arbeit bedeutet. Aber das kann man ja Ihnen noch mitteilen. So, dann gibt es das Modell, dass Bürgerdeputierte praktisch beratende Mitglieder sind in der Fraktion, also kein Stimmrecht haben. Und dann gibt es, wir müssen mal einfach präsentieren, dass Bürgerdeputierte auch stimmberechtigt in der Fraktion sind. Sie sind zwar nicht Bezugsverordnete und sind dementsprechend auch nicht stimmberechtigt, logischerweise in der BVV, haben aber ein Stimmrecht im Rahmen der Fraktionssitzung, weil sie als Bürgerdeputierte der Fraktion annehmen. Das ist eine Frage, die wir überlegen müssen. Ich selber hätte eigentlich, würde das gut finden, weil sozusagen, dann hättest du 5 BVV-Leute mit Stimmrecht, 5 Bürgerdeputierte und du hättest, denke ich, dann auch schon mal eine etwas breitere Basis für alle Entscheidungen, die getroffen werden. Wie sieht es mit den Stellvertretern aus? Die Stellvertreter hätten dann Stimmrecht, wenn der Bürgerdeputierte nicht da ist. So, das Einzige, was wir mit berücksichtigen müssen, ist, wie machen wir das in dem Fall mit dem Carsten, der ja kein reiner Bürgerdeputierter von uns ist und auch nicht Mitglied der Piratenpartei. Also da, denke ich, würde das Geld, deswegen habe ich in die Satzung geguckt, Stimmrecht haben nach der Satzung, die als Entwurf vorliegt, so muss man es ja formulieren, nur die auch Mitglieder der Piratenpartei sind. Das heißt, das wäre dann aber auch kein Problem. Aber grundsätzlich, denke ich, sollte man uns überlegen, wie binden wir die mit ein,
wie wollen wir das handhaben mit Stimmrecht oder nicht? So was Vorschlag. Was wäre es denn so, wenn. Wie wäre es denn, wenn sowohl Bürgerdeputierte als auch Stellvertreter Stimmrecht haben, aber Sachthemen bezogen zu dem Ausschuss, in dem sie sitzen? Alle beide und dann in dem, zu dem Ausschuss, zu dem sie dazugehören, jeweils. Und sonst? Also, weil wenn sie jetzt, wenn es jetzt nicht stimmt, die auch so Mike? Ja. Dann Henning und dann. Mir fällt jetzt kurz noch irgendwie ein, es gibt ja auch Piratenfraktionen, wo nicht Piraten Bezirksverordnete sind. Die hätten ja dann auch Abstimmungsrecht in der Fraktion. Auch als nicht Piraten. Nur so als Gedanke. Ja, ich wollte auch auf die gleiche, das schien mir sozusagen, dass das nur in Richtung BVV-Zeugs und nicht fraktionsintern Abstimmungsrechte sind, sozusagen. Weil das soll schon eingegrenzt werden. Und dann hätte ich auch wahrscheinlich keine Probleme, wenn nicht Piraten dabei mit abstimmen können. Okay, Wolf? Ja, für mich war jetzt nur die Nachfrage, ob die jetzt praktisch beide generell nur in den Sachen, die ihren Ausschuss betreffen, Stimmrecht haben sollen. Und dann sonst gar nicht? Oder einer von beiden auch in der normalen Fraktionssitzung, wo es jetzt um andere Sachen geht, die nicht mit dem Ausschuss sind? Das wäre nur eine Nachfrage. Da habe ich doch gar keine Meinung wirklich zu. Also das hat ja wahrscheinlich auch Konsequenzen. Also ich meine, das, was das Organisatorische angeht, zum Beispiel wenn das die Mitarbeiter betrifft und sowas, dann sind ja Sachen, das geht ja im Prinzip die Bürgerdeputierten nichts weiter an. Also wir sind ja gewählte Volksvertreter auch, das heißt, wir sind ja auch nicht nur unserer Basis verpflichtet, sondern auch Bevölkerung und was weiß ich nicht was. Und die Fraktion ist ja Organ dieser gewählten Vertreter. Ja, genau das denke ich auch, dass wir dann Unterscheidung zwischen thematischen Sachen machen und dem organisatorischen rund um das Fraktionsbüro. Und bei inhaltlichen Sachen würde ich tatsächlich die Bürgerdeputierten und die Stellvertreter auch dann beide mitstimmen lassen. Also auch bei allen Fragen. Wolf? Nee, haben Sie erstmal wie dich. Mike? Aber ich denke, das wird nicht so wirklich einfach, die Themengebiete immer genau um zu sagen, das ist jetzt was Organisatorisches, das ist was Strukturelles, das ist jetzt was Fachlich-Inhaltliches. Ich denke, da gibt es auch bestimmt Grauzonen. Und ich denke, die sollten irgendwie auch wie im Ausschuss nur eine Stimme haben. Weil das Gewicht sonst einfach zu groß wird. Okay, dann Ralf bitte, an dich selber. So. Ich würde es daran festmachen, ob das Anträge sind, die in der BVV behandelt werden. Alles, was Anträge sind, die in der BVV behandelt werden. Und dann würde ich beiden Stimmrecht geben, weil sie beide in dem Themenbereich besser eingearbeitet sind, als wahrscheinlich die anderen Fraktionäre, die nicht in dem Ausschuss drin sitzen. Das heißt, in dem Themengebiet haben sie auch fundiertes Wissen. Und es gibt ja auch Anträge, die übergreifend sind. Dann wird der Personenkreis definitiv auch größer. Ich würde es aber nicht übertragen auf Bereiche, wo der Bürgerdeputierte jetzt nicht im Ausschuss drin ist, weil er ist A, nicht dafür gewählt für die anderen Bereiche und er ist B, wahrscheinlich auch nicht eingearbeitet. Das kann man auch von niemandem erwarten, dass er sich einarbeitet, zum Beispiel im Stadtplanungsausschuss, wenn er Gesundheit macht. Und ihm dann da ein Stimmrecht einzuräumen, wird er auch irgendwie ein Stück weit Verantwortung dem übertragen, weiß ich nicht, ob man das dann so machen kann und soll. Wohingegen zu dem einzelnen Ausschuss ist er ja gewählt in der BVV auch, sehe ich vollkommen unproblematisch an. Moment, ja. Bevor ich selber dran bin und danach das, lese ich auch, Mike. Auch dann. Lese ich kurz vor, was Katrin im Chat fragt, wenn sie fragt, Frage zur Satzung, Doppelpunkt, Teilnahme der Stellvertreter als Verpflichtung. Also genau, sollen die stellvertretenden Bürgerdeputierten verpflichtet sein, an der Fraktionssitzung teilzunehmen? Steht im Roberts Frage, dann auch. Ich selber kurz dran. Also sobald die Bürgerdeputierten über organisatorische Sachen abstimmen, was die Fraktion betrifft, sollten auf keinen Fall Stellvertreter und Bürgerdeputierter stimmen.
Weil die haben sonst nämlich die Zweidrittelmehrheit und können zum Beispiel die Satzung ändern. Und das finde ich jetzt gerade ganz ehrlich. Nee. So, dann ist Jess bitte und dann Mike. Ja, ich frage mich gerade, wollen Sie einbinden, die Bürger deputieren, aber dann in der Fraktionssitzung? Ich dachte, in der Fraktionssitzung wollen wir uns auch davon lösen, dass wir jetzt die inhaltlichen Diskussionen haben. Und dann frage ich mich so, ja, also ich dachte eigentlich, da wenn dass da ja, strittige Punkte vielleicht, aber dass wir eigentlich hauptsächlich zum Beispiel dann gar nicht hier so diskutieren. Dann ist Mike dran. Also angenommen, du bist jetzt in einem Ausschuss und dann du hast noch einen Bürgerdeputierten drin sitzen und seinen Vertreter. Du hast irgendeine Meinung und die anderen zwei haben eine andere Meinung. Das heißt irgendwie, du als gewählter Volksvertreter würdest mit deiner Meinung nicht durchkommen, weil wir hier vielleicht das Thema so komplex ist, dass wir uns da irgendwie nicht einarbeiten können. Aber die würden, könnten dich dann überstimmen. War das eine konkrete Frage an mich gerichtet? Dann würde ich antworten. Nein, ich stelle jetzt einfach nur so in den Raum und das finde ich gerade so ein bisschen. Also ich denke irgendwie, eine Stimme und eine Stimme, also ein Posten hat eine Stimme. Ganz schnell zum, ich habe mich selber drauf geschrieben, zu den thematischen Geschichten, wir schließen. Ich stimme doch trotzdem im Ausschuss immer noch ab, wie er ist. Ja, genau, das würde ich gerade auch sagen. Also im Ausschuss stimmen wir natürlich selber ab, interessant wird es, man steigt immer voll drauf. Aber man fühlt sich ja irgendwo der. Warte mal, der war ja nicht fertig. Genau, also. Ich will eigentlich dasselbe sagen wie die. Es gibt ja den Fall, dass wir darüber abstimmen, was Felix im Ältestenrat auf die Konsensliste setzen soll. Und das scheint mir der einzige Fall zu sein, wo wir inhaltlich thematisch was festlegen. Oder? Okay. Und dann Ralf, Rolf, Mike. Du warst schon dran, oder? Nee. Habe ich nicht auch so hingeschrieben, das ist nicht gut. Also Felix, Ralf, Rolf, Mike. Ja, weil ich sehe schon, dass wir irgendwie doch trotzdem noch thematisch hier über Dinge reden werden. Weil einfach, da kommen Anträge, die sind zwar im Ausschuss behandelt worden, aber wir sollen in der BVV darüber abstimmen. Und insofern werden wir darüber reden müssen, was da kommt. Und dann wird es garantiert auch noch die eine oder andere inhaltliche Diskussion geben. Darum glaube ich nicht, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir hier nur irgendwie rein organisatorisch zusammen sind. Okay. Der Ralf, der Rolf, der Mike. Was das angeht mit den inhaltlichen Sachen, denke ich schon, dass die Hauptarbeit natürlich in den Ausschüssen und in der Gruppe um die Ausschüsse herum gemacht wird. Es wird aber immer Dinge geben, die wir hier als Fraktion auch besprechen müssen. Ich denke mal, also ich habe das so in der Vorstellung, dass die Hauptarbeit jenseits der Fraktionssitzung gemacht wird und dass mehr oder weniger es eine Empfehlung der Gruppe, die im Ausschuss sitzt, gibt, der ich glaube, weitestgehend in der Fraktion vertraut werden sollte, wenn sich die Kompetenz in dem Ausschuss auch herausgebildet hat. Und ich finde schon, dass bei thematischen Sachen die Bürgerdeputierten mit abstimmen sollten. Und ich sehe eigentlich nicht das Problem des Überstimmtwerdens, weil es ja im Prinzip nur ein Fraktionär mit zwei Bürgerdeputierten in einem Ausschuss gibt, aber es gibt ja noch vier weitere Fraktionsmitglieder. Das wird ja, die Bürgerdeputierten hätten auf keinen Fall die Mehrheit. Also da müsste es ja schon so kommen, dass tatsächlich ein Antrag oder ein Sachthema in drei verschiedenen Ausschüssen ist. Erst dann hätten wir sechs Leute, die nicht Fraktionäre sind, die abstimmen würden. Und ich sehe schon, dass die Leute, die sich da einarbeiten in dem Ausschuss, auch die Stellvertreter, dort ein gehöriges Maß an Kompetenz haben. Ich würde dafür plädieren, sie mit abstimmen zu lassen, aber eben thematisch zu den Bereichen, für die sie auch als Bürgerdeputierter oder Stellvertreter gewählt worden sind und nicht für irgendwelche andere Bereiche, weil ich sie A nicht dazu verpflichten kann und weil sie B auch irgendwo keine Legitimation haben. Es gibt die Möglichkeit, über die Partei, über Liquid Einfluss zu nehmen, aber in der Fraktionssitzung sehe ich das ein bisschen schwierig, sie generell stimmberechtigt zu machen. Okay, alles bitte? Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Zwei Sachen dazu. Generell ist es von daher schon ganz wichtig,
das eine praktische Erfahrung, dass die Bürgerdeputierten und Stellvertreter möglichst an allen Fraktionssitzungen teilnehmen, weil du ja in der Fraktion, und das ist eigentlich da, wo am meisten politische Diskussion stattfindet, du siehst ja auch, was andere Parteien für Anträge stellen für die jeweilige BVV-Sitzung. So, das heißt, man verständigt sich, warum treten wir da jeden auf oder warum unterstützen wir das? Und die anderen machen natürlich liebend gerne das in den Ausschüssen, dass die dann sagen, wenn da jetzt ein Bürgerdeputierter nicht dabei war und vielleicht anders auftritt im Ausschuss, dann sagen die, naja, hören Sie mal, haben Sie nicht gehört, was Ihr Fraktionsmitglied sowieso auf der letzten BVV-Sitzung gesagt hat, als er den Vorschlag von der CDU-Fraktion angegriffen hat, jetzt schlagen Sie hier eine ähnliche Sache vor. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Bürgerdeputierten wirklich an diesen ganzen Meinungsbildungsprozessen und inhaltlichen Diskussionen innerhalb Fraktion beteiligt sind, dass sie einfach dabei sind von Anfang an, mitdiskutieren können, sich einbringen und dass man dadurch, weil man sich geeinigt hat und einen gemeinsamen Standpunkt hat, auch dann so nach außen auftritt. Also das ist, weil du kannst nicht, wir sind keine Partei, wo jetzt oben im Vorstand sagt, das wird jetzt so gemacht und alle müssen sich ducken und das, sich dem beugen. Du kannst das nur machen, indem wirklich viele an der inhaltlichen Debatte und Ausarbeitung beteiligt sind. Und deswegen finde ich es gut, wenn die Bürgerdeputierten, das wäre der zweite, zumindest die vollen Bürgerdeputierten, die auch ein Stimmrecht haben, bei allen, nicht plus Stellvertreter, sonst wäre 10 zu 5, da sehe ich genau die Bedenken, die du auch hast oder die du auch geäußert hast, und dass wir das auch entsprechend trennen von den organisatorischen Dingen, die die Fraktionen mit Mitarbeitern und so weiter zu klären hat. Dass wir diese Stimmrecht der 5 Deputierten beziehen praktisch auf die Tätigkeit der BVV und ihrer Ausschüsse und die damit verbundene Arbeit der Fraktion, so ungefähr könnte man das auch formulieren. Ja, also 5 Stimmen zusätzlich, weil ich finde, dass man dann auch den Bürgerdeputierten Piraten auch das nochmal sagen kann, Leute, deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr dabei seid, jede Woche oder alle 14 Tage, ja, und bei der Sitzung der Fraktion. Also, dass die auch die Rolle, die sie haben, auch entsprechend erkennen, anerkennen bekommen. Dann würde ich doch vielleicht mal die zukünftigen Bürgerdeputierten um ihre Meinung dazu bitten, weil ich tatsächlich ein Stück weit ein bisschen das Problem mit habe, dass wenn ich versetze mich jetzt mal in die Lage rein eines Bürgerdeputierten, und ich trete an für einen Ausschuss und habe da ein gewisses Arbeitsvolumen, was ich im Kopf habe, wie ich diesen Ausschuss rocke. Ob die Bürgerdeputierten tatsächlich der Meinung sind, dass sie das auch wollen, über alle inhaltlichen Dinge mit abzustimmen. Weil wenn ich sagen würde, ich mache das, würde ich mir der Verantwortung ranziehen, dort auch Bescheid zu wissen über allem. So, ob die Bürgerdeputierten das überhaupt wollen, weil dann hätten sie auch für die BVV gleich antreten können. Nein, und das ging ja nicht. Also ist ja nur zu spät. Naja, wir haben Bürgerdeputierte, die durchaus da gewesen sind und hätten für die BVV antreten können, die es nicht getan haben. Deswegen würde ich das gerne mal von den Bürgerdeputierten selber hören, wie sie das sehen. Ja, meldet euch, ich schreibe euch auf. Ich sage auch was dazu. Okay. Noch was? Ja, dann Lena, dann Henning, dann ich. Ich bin rausgefallen. Du bist kein Bürgerdeputierter. Achso. Ich habe mich jetzt einfach zwischen eingeschoben. Es sei denn, du möchtest dem Thema vorhin was sagen. Dann. Also, oder vielleicht ganz kurz noch. Bitte. Ich möchte halt irgendwie noch darauf hinweisen, so als Idee. Eigentlich will ich ja mal irgendwie nach Liquid Feedback handeln hier irgendwie in diesem. Ja. Und dass man das halt auch irgendwie mit einbeziehen sollte, wie man das irgendwie mit hier irgendwie einbringt. Dann entsprechend. So als Hinweis. Stopp. Okay. Dann wir machen es mit Bürgerdeputierten, dann kannst du auch mal was. Also ich hätte mich jetzt von selber, wenn Ralf nicht gefragt hätte, dazu einfach nicht geäußert, weil ich natürlich nicht unparteiisch bin, wenn es um mein eigenes Stimmrecht geht. Ich sehe das Problem, dass also ich würde mich wahrscheinlich nicht gut dabei fühlen, zu Anträgen, zu Themen abzustimmen, bei denen es nicht um das Thema geht, für das ich jetzt als Bürgerdeputierte gewählt bin, weil ich mich fragen würde, woher denn meine demokratische Legitimation an der Stelle kommt. Also die Leute haben mich nicht gewählt, um auch noch über Stadtplanung irgendwie mit abzustimmen, und wir hätten das vielleicht trotzdem getan oder nicht getan, das weiß man nicht, das kann man nicht nach der Wahl entscheiden.
Ich sehe nicht so richtig das Problem, dass sich die Bürgerdeputierten oder ich unter Druck gesetzt fühlen würden, sich zu den Themen dann unglaublich gut zu informieren, weil entweder bin ich der Meinung, dass ich eine gut informierte Meinung habe und würde dann abstimmen, abgesehen von dem Legitimationsproblem, das mich wahrscheinlich trotzdem davon abhalten würde, oder ich würde es einfach lassen, wenn es mir zu viel Arbeit wäre, mich zu dem Thema zu informieren und mich dann auf euch verlassen. Also den Punkt sehe ich jetzt als nicht so relevant an. Ich weiß nicht so richtig, um was für Fragen es da genau geht, weil ich ja bisher noch nie hier dabei war. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, das letztlich zu beantworten. Dass wir hier jeden Montag sitzen müssen, klingt so, als wäre eigentlich alles, was für uns hier besprochen wird, auch ziemlich relevant. Ich sitze ja 4 Montage bei einem Ausschuss, der nur einmal im Monat tagt. Und dann natürlich wäre es sozusagen unterhaltsamer, wenn man nicht nur hier säße, um sich das alles anzuhören und nur Rederecht zu haben und auch ein Stimmrecht hätte, aber dieses legitimationstheoretische Problem würde mich letztlich davon abhalten, das überhaupt wahrzunehmen. Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich hätte erst recht zum Beispiel Bauchschmerzen, also wenn es dann um Stimmrecht geht, was dann so strukturelle oder organisatorische Sachen angeht, weil das ist auch nicht meine Aufgabe sozusagen. Andererseits bin ich halt, finde ich schon wichtig, dass das die Diskussion eben auch trotzdem breit geführt werden kann von allen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit des Meinungsbildes noch vielleicht, was man auch nicht unterschätzen darf. Und ich bin vielleicht nicht überall eingearbeitet, aber ich habe auch als Bürger eine Meinung zu vielen anderen Sachen. Also, und auch andere zusätzliche Interessen, die ich jetzt nicht unbedingt nur, also mein Leben besteht nicht als Bürgerdeputierter. Also Jugendhilfe ist zum Beispiel noch ein Thema, wo ich dann also auch durchaus Meinungen habe, die vielleicht auch emotional sind oder wie auch immer, aber im Meinungsbild dann ausreichend repräsentiert auch sind, zum Beispiel. Habe ich ja schon gemacht mit Meinungsbildern. Ja, zum Beispiel, genau, und oftmals eigentlich auch enthalten, weil ich eben nicht dazu gehöre und genau diese, ich bin nicht gewählt, ich bin hier, um zu unterstützen und nicht, andere Sachen zu machen. Jesse, ich spreche auf und sag selber noch was. Genau, ich dachte gerade, es ist eigentlich, finde ich das ganz gut, wenn die Bürgerdeputierten nur in ihrem Ausschuss halt nochmal ihrer Meinung gefragt werden. Ich würde das Stimmrecht auch wirklich dann sagen an beide, Stellvertreter und Bürgerdeputierte, aber nur für den Ausschuss. Und wenn dieser Themenbereich, wenn es da irgendwelche strittigen Fragen gibt, die wir in der Fraktionssitzung nochmal besprechen müssen, dann denke ich, wissen das die Bürgerdeputierten auch vorher, oder wir können vorher auch immer so Fraktionssitzung. Wann ist es wichtig, dass sie wirklich dabei sind, jetzt hier, weil es um Themen gibt, die sie auch betrifft, und wann sind nur andere Themen auf der Tagesordnung, wo sie vielleicht auch noch gehen können? Okay, das ist nett. Okay. Aber vorzulegen ist nochmal dran. Ja, ich würde, wenn wir das nämlich gerade auch überlegen, wie wir das irgendwie bündeln können, um zu sagen, bei welchen Anträgen jetzt die Bürgerdeputierten sozusagen mitstimmen dürfen, ist es eigentlich ganz einfach, auch für die Übergreifenden. Wenn das so große abgreifende Anträge sind, sind die durch mehrere Ausschüsse gegangen und einfach durch jeden Ausschuss, durch den der Antrag gegangen ist, die dürfen dann halt mitstimmen, wenn sie das wollen. Henning? Ja, also ich wäre zum Beispiel der Meinung, dass die Stellvertreter also sozusagen nur an dem Montag vor der Ausschusstag dabei sein müssen. Ansonsten finde ich das auch ein bisschen viel für weiß ich nicht, vom Gefühl her, die Bürgerdeputierten sind halt öfter da, eben auch um allgemeiner sich zu informieren. Und ich bin ein bisschen irritiert, dass die thematische Auseinandersetzung nicht in der Fraktionssitzung stattfinden soll. Da wäre jetzt nochmal meine Gegenfrage, wann hattet ihr denn das so ein bisschen vor? Das war, weil die Planung, wo Felix auch mehrfach gesagt hat, das wollen wir irgendwann mal haben, war so auf 2 Fraktionssitzungen im Monat zu reduzieren. Und ich frage mich, wie das möglich sein soll, wenn wir nicht nur noch Zusammenfassungen besprechen. Okay. Also wenn wir überhaupt noch wenn wir irgendwie nur ein bisschen diskutieren, dann brauchen wir jede Woche. Okay, ich bleibe mal. Der Minister steht als nächstes weiter oder möchte rein? Weiter. Ja, also ich sehe es bis jetzt auch noch nicht als möglich an, dass wir nur 2-mal im Monat die Fraktionssitzung machen, weil ja augenständig bis jetzt immer eine ganze Menge Zeug zu besprechen ist. Möglicherweise bekommen wir unseren Workflow dahingehend optimiert, dass das tatsächlich klappt. Aber also bis jetzt sehe ich das auch nicht bei den Stellvertretern der Bürgerdeputierten allerdings. Die werden ja mit den Bürgerdeputierten selbst in Kontakt sein. Also es ist eigentlich nicht gegeben, dass die irgendwie jedes Mal da sitzen und hier zuhören. Okay, Ralf? Was
was die inhaltliche Arbeit angeht und die Fraktionssitzung, wenn ich mir angucke, wie viele Anträge es gibt, würden wir selbst mit jedem Montag hier 5 Stunden Fraktionssitzung machen, das überhaupt nicht schaffen, das inhaltlich die Arbeit komplett hier auf der Fraktionssitzung zu machen. Das wird nicht funktionieren. Das werden die Arbeitsgruppen rund um den Ausschuss machen müssen, die wir versuchen irgendwie zu bilden werden, weil es einfach zu viel ist. Wenn wir alle Anträge hier tatsächlich an den Tisch abschließend beraten wollen, von vorn bis hinten, werden wir nie fertig werden. Also das ist absolut ein Ding der Unmöglichkeit. Das sind teilweise bei so einer PVV-Sitzung 60, 70 Anträge. Wenn ich das mir mal runterbreche und sage, okay, wir teilen das auf 4 Montage auf, das heißt, wir müssten 15 Anträge inhaltlich in der Fraktionssitzung bearbeiten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich glaube schon, dass ein Großteil eben außerhalb geschehen muss, aufgearbeitet werden muss, inhaltlich bearbeitet werden muss und dass man das in der Fraktionssitzung mehr oder weniger zusammenträgt und dort in komprimierter Form der Fraktion vortritt. Es gibt den und den Antrag. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, das hat das und das zu bedeuten und wir empfehlen das und das Abstimmungsverhalten, wenn es dazu kein Liquid Feedback und nichts weiter gibt, weil ich glaube, ansonsten werden wir nie im Leben mit der Arbeit fertig werden. Das dachte ich auch schon allein damit, mit der Zusammenfassung, dass es knapp wird, zu reduzieren auf weniger als 4 Fraktionen. Also in Arbeitsgruppen müssen wir das machen. Bitte meldet euch, wenn ihr was sagen wollt. Könnt ihr bald weiterkommen? Okay, ist notet. Mike? Das hat gerade schon dann Rolf. Und du hast auch was sagen. Mhm. Lena? Ja. Okay, Mike, Rolf. Also ich würde dich da schon unterstützen in der Meinung, dass so die grobe Stoßrichtung tatsächlich immer noch in der Fraktionssitzung festlegen. Das Konkrete natürlich immer im Ausschuss oder in die Leute drumherum, aber ich denke irgendwie, wir sollten auch so, nicht, dass diese Ausschüsse irgendwie, was sie so autark sind. Also ich hätte da auch schon gerne Feedback und manches wird man ja auch von den Verfahrens, wie macht man was in einem Ausschuss, da müssen wir uns ja auch irgendwie kurz schließen, wie das so läuft. Ich habe da keine Erfahrung irgendwie, wie man solche Dinge irgendwie in den Ausschuss irgendwie einfädelt. Und da will man einfach Erfahrungen sammeln und wie man das irgendwie funktional in den einzelnen Ausschüssen gestaltet. Und ich denke, da braucht man auf jeden Fall eine Koppel. Also ich kann nur sagen, ich war ja selbst mal sachkundiger Bürger, also Bürgerdeputierter über 4 Jahre lang im NRW und da haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass es 2 Sachen gab, die wurden immer von der gesamten Fraktion behandelt. Nämlich immer ein kurzer Bericht, wenn eine Sitzung stattgefunden hatte. Dass man also auch informiert war über eventuelle Auseinandersetzungen mit anderen Parteienvertretern, die dort abgelaufen sind, damit man das nicht besiegt über sonst welche Quellen erfährt, sondern immer am liebsten über den eigenen Mann oder Frau. Und wenn der Vertreter der Fraktion oder der Bürgerdeputierte eben einen Antrag im Namen der Partei eingebracht hat. Also man hat jetzt nicht die gesamte Tagesordnung des Ausschusses behandelt, das wäre ja zeitlich ja nicht zu schaffen. Sondern das waren immer die 2 Sachen. Bericht vom Ausschuss und wenn ein Antrag gestellt werden sollte, dass der vorher mit der gesamten Fraktion abgesprochen war und dort eben inhaltlich diskutiert war. Ne? Zu dem, wie wir das jetzt behandeln, denke die Mehrheit, das ist mein Eindruck jedenfalls, ist vielleicht so, dass wir sagen, eben das war ja die andere Variante, dass Bürgerdeputierte und Stellvertreter grundsätzlich beratende Mitglieder der Fraktion sind. Wird ja auch so in Satzung gehandhabt. Und dass sie eben in bestimmten Fällen eben auch das Stimmrecht ausüben können. So kann man es dann auch in die Satzung machen. So denke ich, war jetzt mein Eindruck, dass die meisten auch gesagt haben, so beratende Mitgliedschaft würde ausreichen. Und ich denke aber, das ist auch wichtig, dann den Bürgerdeputierten aber auch nahezulegen, diese beratende Funktion auch aktiv wahrzunehmen. Müssen nicht immer beide da sein, aber wenigstens einer von beiden. Damit wir auch immer auf dem Laufenden sind. Okay, Achtung, ich will jetzt die Regel jetzt mal dicht machen. Die Leute, die sich gemeldet haben, kommen noch drauf oder die sich jetzt melden. Okay, also dann bitte Ralf und dann Mike. Also ich möchte dem zustimmen. Klar, wenn viele Anträge von anderen Fraktionen auch kommen, dann sollte es tatsächlich eine inhaltliche Bearbeitung jenseits der Fraktionssitzung geben, mit einer Empfehlung schon und einer Aufklärung der restlichen Fraktion, was das bedeutet, was die da wollen.
Und vielleicht kann man das so formulieren, dass man den Bürgerdeputierten und stellvertretenden Bürgerdeputierten die Möglichkeit gibt, ein Stimmrecht wahrzunehmen, wenn sie das denn möchten. Das heißt, wenn der Stellvertreter in dem Ausschuss, wo er drin ist, sich aktiv einbringen möchte, dann kann er es tun, wenn er sagt, das ist mir zu viel, ich bin bloß Stellvertreter für den Henning zum Beispiel, ja, und sie das gar nicht machen möchten, dann würde ich sie nicht dazu verpflichten wollen, weil das haben wir nicht angesagt, letzten Endes. Aber wenn sie denn kommen möchten und sich soweit einbringen möchten, dann sind sie in dem Gebiet auch eingearbeitet und dann können sie es aus meiner Sicht haben, das Stimmrecht. Also ich hätte dann da kein Problem damit, weil sie ja auch gewählt sind in der BVV. Okay. Maike, sag mal mit. Ich möchte gerne ein Ende und eine Abstimmung. Ja, ich habe es ja gar nicht gesagt gemacht. Also solche Weichenformulierungen finde ich immer sehr kritisch. Irgendwie, wenn der dann irgendwie kommt und dann könnte er auch und hätte und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nee, also auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall die Anträge, die wir aktiv von uns einbringen, auf jeden Fall hier in der Fraktion sitzen. Weil das werden ja nicht mehr als 4-5 Stück sein, dass wir die auf jeden Fall hier besprochen werden. Ich fasse mal zusammen. Wir haben drei Fragen, die wir entscheiden müssen, nämlich soll die Bürger verpflichtet sein, an der Sitzung teilzunehmen? Also schreiben wir jetzt in die Satzung rein. Dann ist die Frage, wie wollen wir die Ausschussarbeit organisieren? Das war jetzt nur ganz kurz. Und das dritte ist, sollen die Stimmrecht haben und wenn ja, für welche Fragen? Es wäre jetzt nett, wenn irgendjemand einen konkreten Antrag formulieren würde, den wir abstimmen können. Dann möchte ich ganz kurz noch vielleicht was dazu sagen, auch wenn die Redeliste zu ist. Bitte? Ich sehe es problematisch an, die Bürgerdeputierten zwangsweise jetzt im Nachhinein per Satzung verpflichten zu wollen, an den Sitzungen teilnehmen zu müssen, da wir es ihnen nicht gesagt haben, bevor sie zur Wahl angetreten sind. Ich weiß nicht, ob wir sie, bevor wir sowas festlegen, vorher fragen, ob das in Ordnung ist. Ja, verpflichten kannst du wahrscheinlich sowieso nicht. Wir können sie nur bitten, möglichst aktiv mitzumachen, ja, mit der Überzeugung. Okay, dann frage ich einfach mal, wir stimmen darüber ab, die Fraktion stimmt darüber ab, sollen die Bürgerdeputierten in der Satzung verpflichtet werden, an der Fraktionssitzung teilzunehmen? Wer ist dafür? Okay. Wer ist dagegen? Zwei. Wer enthält sich? Drei. Okay, das kann es nicht sein. Ja, du hattest vorhin einen Vorschlag gemacht zur Formulierung, was das Stimmrecht angeht. Ja, also dass sie beratende Mitglieder sind der Fraktion, das würde ja zu dem, was wir eben beschlossen haben, nicht im Widerspruch stehen. Und ja, wollen wir, das ist jetzt die Frage, wie du sagst, der jetzt gar nicht so ein Wischiwaschi formuliert. Die sagen, die haben Stimmrecht zu Beschlüssen, die ihre Ausschüsse betreffen und im Zweifel, also wenn jemand Zweifel anmeldet, wird darüber in der Fraktion abgestimmt. Okay, gut, also sind Beratende mit Stimmrecht in den Fragen, die ihre Ausschüsse betreffen und im Zweifel Abstimmung. Okay. Mhm. Ja. Die Fraktion ist aufgefordert. Wer ist dafür, dass wir das so regeln in der Satzung? Okay, vier. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Super. Wer formuliert das für diese Satzung? Also wer jetzt im Protokoll steht, du sprichst recht schnell, also du sprichst zwar ruhig, aber du sprichst recht schnell. Ich weiß. Und ich huste. Ich muss ja dazwischen husten reden. Magst du vielleicht auch einen Cappuccino, dann würde ich vorgehen mit der Null. Nee, wenn ich jetzt Kaffee trinke, dann ist die Nacht verloren. Ich habe auch Tee. Ja, also, wenn sie im Protokoll... Okay, danke, danke für die Getränkeangebote. Wir müssen in der nicht so über Satzung sprechen und dann haben wir das Protokoll und reingucken und dann machen wir das. Wie die Ausschussarbeit organisiert ist, würde ich einfach dann den eigentlichen Leuten überlassen, die Bürgerdeputierte und Ausschussvorsitzende Mitglieder bla bla sind. Ich habe das jetzt, ging so schnell gerade mit der Abstimmung, also, ob die jetzt sind. Sind viel dafür, keine dagegen und eine Enthaltung. Ja, das ist sowieso sinnig, denke ich mal, dass diejenigen, die in Ausschüssen sitzen, sich das selbst organisieren, wen sie mit heranziehen, sie zu unterstützen, in den Grußaufrufe starten und wenn sie es selbst nicht hinkriegen, einen Hilferuf absenden und sagen, bitte helft mir, ich kriege das in dem Ausschuss gerade nicht gebacken, es
findet sich niemand, aber dass da jeder schon so ein bisschen selbst die Hoheit darüber hat und sich das so organisieren kann, wie er glaubt, das machen zu wollen. Da möchte ich mich sehr darüber was sagen. Also, ich möchte dazu auch noch schnell was sagen. Und zwar, wenn die Fraktionsmitglieder oder die Bürgerdeputierten später nicht hingehen und die Basis zu sich bestellen, sondern aktiv selber in die Crews reingehen. Ja. Ich hätte noch einen Gedanken. Also, wir haben ja irgendwie 14 Ausschüsse, 5 Bürgerdeputierte und 5 Stellvertretende. Das heißt, es gibt Ausschüsse, da sitzen wir irgendwie auch als Zuverordnete alleine. Wenn wir uns jetzt aber da auch Leute jetzt ranziehen, die sich mit dem Thema beschäftigen, genauso wie die Bürgerdeputierten, wo ist denn da das Unterschied, der Unterschied mit dem Stimmlicht hier in der Fraktion, die will sich... Die sind nicht gewählt. Ganz einfach. Ja, der Bürgerdeputierte wird von der BVV gewählt. Der hat schon... Der hat vorher auch unsere, ist auch vorher von unserer Gebietsversammlung gewählt. Okay. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt an... den einen oder anderen denke, der irgendwie gerne auftauchen möchte und irgendwie ganz viele Dinge tun und der plötzlich irgendwie Stimmenrechte mitkriegt, wird mir Angst und Bange. Und bloß weil, also, die sind nicht umsonst gestern nicht gewählt worden. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt für die Sache, es gibt irgendwie so einen Arbeitskreis Wirtschaft und Ordnungsamt und die Leute bringen sich ein und auf unserer nächsten Gebietsversammlung würden die sozusagen als offizielle Wirtschaft- und Ordnungsamt-Squad für Dinge, die müssten, wenn die doch dann genauso durch diese... Kann ich das bitte kurz abbrechen? Also ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, aber wir sind ja beim Tagesordnungspunkt Bürgerdeputierte und Satzungen gewesen. Und ich würde die Ausschussdinger eigentlich gerne einmal machen. Spiel, da ist aber schon sehr nah dran. Gut, okay, dann für den Ausdruck mal fällt es ein. Okay, ich bin fertig, vielleicht kann mir da irgendjemand... Ne, es gibt da zwei Sachen. A, werden wir das Liquid Feedback demnächst haben. Das heißt, Leute, die von der Basis Einfluss nehmen wollen, haben dieses Werkzeug immer an der Hand, ne, und können Einfluss nehmen. Auf der anderen Seite sehe ich schon problematisch an, wenn ein Bezirksverordneter sich da eine Gruppe sucht und dort mit denen macht, macht Wirtschaft und Ordnung. Das sind dann auf einmal alles neoliberale Leute und bringen da Sachen rein, womit der Rest überhaupt nicht mit einverstanden ist. Die sind weder in der BVV gewählt, diese Leute, noch sind sie von unserer Basis bestimmt. Und selbst wenn wir sie von der Basis bestimmen lassen würden, sind sie in der BVV nicht gewählt. Sie haben überhaupt gar keine demokratische Legitimation in irgendeiner Weise in Stimmen. Ja, aber bei der Basis, wenn die Basis, die stimmt über Liquid Feedback über bestimmte Dinge ab, und wir als demokratisch legitimierte Vertreter der Bevölkerung, die uns gewählt haben, stimmen ab, ja, und haben auch immer noch, sagen wir mal, unser Gewissen dazwischen und was weiß ich nicht wie. Ja, das ist legitimiert. Wenn du jetzt ein Stimmrecht dieser Fraktion, und die Fraktion ist ja das Organ der legitimierten Volksvertreter, die gewählt worden sind, wo Stimmrecht dahinter hängt, was die Bevölkerung ausgeübt hat, ja, wenn wir das jetzt verwässern, sehe ich das schon problematisch an, wenn wir irgendwelchen Leuten dort Stimmrecht einräumen, wo diese Legitimation fehlt. Wie willst du das festmachen? Willst du immer ein? Willst du drei? Wie groß soll diese Gruppe sein? Wen von der Gruppe willst du nehmen? Ja, wenn du nicht was sagen wolltest, es steht vorhin noch Felix, aber nicht so unwollt. Ich glaube, ganz kurze Erwiderung. Ich meine, was ist das für eine Legitimation, die man einfach abgewunken in der BVV? Okay, dann lass einfach bitte Felix mal ruhig. Also das Ding ist, dass es dann gar nicht darum geht, irgendwie da zu verhindern, dass irgendwie Leute sich engagieren. Wenn du dir einen beliebig großen Kreis von Leuten suchst, der mit guten Ideen hält, deine Arbeit zu machen, dann stimmst du ab, die dürfen zwar vielleicht nicht abstimmen, aber ja, in dem Ausschuss gibt es ja eh keinen weiteren Bürgerdeputierten. Insofern ist es doch in der Fraktionssitzung klar, du hast einen Ausschuss, du präsentierst dazu irgendwie ein Ergebnis und wenn du das irgendwie schlüssig erklären kannst, warum das jetzt so dir so abstimmen soll, stimmen wir doch so eh so ab. Also wir brauchen, müssen doch jetzt nicht irgendwie auf Krampf irgendwie mehr Mitstimmer oder auch nicht, solange sowieso noch nicht klar ist, dass es die gibt. Also ich würde sagen, wir haben jetzt mit den Bürgerdeputierten erstmal
weitermachen, weil die Liste heute ist noch ewig lang. Und die erste Stunde ist vorbei. Geht doch ganz schnell. Also das ist wirklich so, wie Ralf schon gesagt hat, das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Natürlich, jeder von uns kann sich mal irgendwie 300 Berater nehmen und auch bezahlen, wenn er das Geld hat dafür. Aber Bürgerdeputierter sagt im Namen aus schon, dass das jemand ist, der nicht sozusagen im Sinne nur seiner Partei irgendwas machen soll, sondern deswegen wird er auch von der gesamten BVV gewählt, selbst wenn das in Form des Abwinkens passiert. Aber es soll jemand sein, der die Interessen der Bürger und nicht nur seiner Partei da einbringt. Und das ist genau der Unterschied zu dem, was auf einer Gebietsversammlung als Piratenbasisbeschluss gibt oder jemand gewählt wird. Also es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt sagst, du hast die Gebietsversammlung hinter dir beschlussmäßig oder du hast zusätzlich ein Mandat praktisch durch eine Wahl der Bezirksversammlung. Das ist nicht das. Punkt für dich machen, könnt ihr dann mal gerne machen. Ja, gerne. Okay. So, der nächste Punkt ist Fraktionsbüro und Mitarbeiterorganisation. Das ist gleich wieder da. Okay. So, kann ich Zeit noch nutzen, ist die Frage, reden wir in dem Punkt jetzt endlich mal darüber, dass wir Arbeitsverträge unterschreiben? Nein, oberster Punkt, wenn ich nicht oder? Ne, wenn das das nicht ist, dann beantrage ich Änderung der Tagesordnung. Okay, dann, was willst du ändern, Felix? Ich hätte gerne den Punkt Arbeitsverträge ab Zeile 110 vor dem Punkt Büro Mitarbeiterorganisation Zeile 102. Okay, ja, wer ist dafür? Okay, wer ist dagegen? Ja, ich denke, das kann man doch einfach als Unterpunkt in dem. Ich glaube, das ist tatsächlich. Genau, also zwei waren dafür, einer war dagegen. Wer enthält sich? Nochmal zwei. Damit geht's nach oben. Weil ich mal den anderen Punkt nichts verstehe. Es geht mir einfach darum, dass wir das endlich mal machen. Das ist so lange hingeschoben. Die beiden sind von uns bestimmt als Mitarbeiter und hängen in der Luft. Und wenn das wieder auf Tagesordnungspunkt 8 ist, sind wir wieder hier raus, bevor es geschieht. Okay, aber gerne müssen wir darüber sprechen. Ist ja jetzt so. Ja, hallo. Okay. Also, jetzt geht's um Mitarbeiterverträge. Genau. Die Zeile wechseln wir nicht. Bitte, auf geht's, meldet euch. Ganz du kurz zu dem Thema, das geht hier um persönliche Dinge auch. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier an der Stelle den Stream breaken müssen. Es geht. Fragen wir einfach die zwei Betroffenen. Wir reden ja über, im Endeffekt, eure Arbeitsverträge. Wollt ihr das gestreamt haben oder wollt ihr das nicht gestreamt haben? Mein Name ist ja bekannt und ja. Es ist irgendwie auch bekannt, was wir schon was wir hier bekommen, ist ja eigentlich auch bekannt. Ja. Ja. Könnt ihr inhaltlich vielleicht andere Punkte mit reinschreiben, weil es stehen ja auch so ein paar Inhaltspunkte drin, aber Aufgaben, die vielleicht einfach ein bisschen die Arbeitsverträge anders machen, wenn ihr es variieren wollt auf dem Gehalt. Es werden 300-400 Euro Jobs noch besser werden, sind durch. Nee, ist es nicht, aber da hatten wir auch die Lohnbuchhaltung vorgezogen, weil wie das in einer anderen Fraktion auch so machen, dass das für 10 Euro jemand anderes macht. Und dann könnte man, kann man auch mal hingehen und sagen, was verdient man denn, wenn man das draußen hat oder jeden Betrag nicht. So müssen wir das ja alles selber ausrechnen. Nee, das mit der Lohnbuchhaltung, das hätte ich eh vorgeschlagen, dass wir das für 10er aus den Sachmitteln rausgeben. Geht das für 10er? Ja. Geht für 10er. Mach die Charlotte morgen. 10er die Stunde? Nein, die 10er schon im Monat noch nicht die Abrechnung. Und damit müssen wir nicht zwangsweise das Personalbudget belasten, das können wir aus den Sachkosten nehmen. Sofort. Also bei mir war, wurde das direkt
also ging direkt vom Arbeits. Ja, bei dir warst du doch von Personalkosten, oder? Hm? Von Personalkosten. Von den Personalkosten, genau. Ja, also ein Buchhalter. Ist ein Buchhalter, der wird angestellt und der kriegt dann 10 Euro von meinem Gehalt gehen an den Buchhalter. Ja, ist die Frage, ob weil diesen Betrag, den ihr bekommt, noch künstlich verringert werden muss. Also ich bin daran interessiert, so viel wie möglich Arbeitszeit zu bekommen und könnt ihr von den Sachkosten machen. Also und ich habe kein Problem, aus den Sachkosten einen Zehner daraus zu nehmen, um den Betrag, der für Mitarbeiter zur Verfügung steht, maximal ausschöpfen zu können an Lohnzahlungen. Also, weil, naja, wenn, das wird doch dann blöd angenommen, die sagen, nächstes Jahr dann sie nehmen nicht mehr 10 Euro, sondern 12,50 Euro, dann müssen wir euren Arbeitsvertrag ändern, weil wir gedeckelt sind. Das ist doch total blödsinnig. Okay. Dann würde ich jetzt einfach darum bitten, dass irgendjemand einen Vorschlag macht, den wir abstimmen können, vorher müssen wir diskutieren, damit ich festhabe, was wir entscheiden sollen. Ich stelle den Antrag, die Lohnbuchhaltung aus Sachkostenmitteln nach dem Konzept, wie das Charlottenburg-Wilmersdorf gemacht hat, nach draußen zu vergeben an den Anbieter, den die da genommen haben. Also ich würde sagen, irgendwie maximal 20 Euro, wenn das irgendwie, wenn es da keine konkrete Zahl nennt, irgendwie. Doch, also es kostet 10 Euro einmalig, wenn der Mitarbeiter, und dann kostet es für jeden dann 10 Euro im Monat. Also 10 Euro von meinem Gehalt gehen weg, dafür, dass der die ganzen Abrechnungen macht und ja. Ich habe das jetzt auch nur so hier. Ja, dann sind wir der 20 pro Monat. Nein. Im ersten Monat 20 und dann immer 10. Das ist einmal erstellen die sozusagen einen Datensatz für den Mitarbeiter X. Initiale. Und danach kostet das pro Monat immer einen 10er. Dann sind wir 260 Euro im Jahr. Im ersten Jahr. Weiter? Ja, ich möchte an der Stelle hinzufügen, dass das durchaus sinnvoll ist, das von jemandem machen zu lassen, der das professionell macht. Rechtssicherheit. Ja, genau, weil ich nämlich rechtssicher. Recht, ganz voll wäre irgendwie. Usbe. So, wir gehen weiter. Gibt es da Treiber für Leck? Weil könnte man hier die Uhr. An welcher Zeile sind Sie schon? Achso, noch eine Frage? Ja, wir kommen Büroarbeit, oder? Ja, Fraktion, Büro und Mitarbeiterorganisation. Da haben wir jetzt so ziemlich viel Schulden gebildet. Ja, den großen Teil davon haben wir schon abgehängt, das waren die Arbeitsverträge. Jetzt der Rest. Wenn ich es richtig sehe, also steht 139 etwas zur Fraktionsorganisation, 147 geht weiter mit Büro- und Mitarbeiterorganisation. Genau, es ging um die Aufgabenverteilung, was die festen Aufgaben der Fraktionsmitglieder sind und was wer an den Fraktions-IT an die Mitarbeiter, also an Maltenbindung, ja, ausfragen. Also ich habe das jetzt mal alles auf die Seite der Fraktionsassistenten gesetzt, was zu tun ist, aber sowas wie vielleicht Blogs schreiben oder irgendwas anderes. Vielleicht guckt euch einfach mal an. Aber ein Fetten tut nicht. Bürgersprechung, Internetorganisation haben wir jetzt auch. Bevorkommen. Aufgaben der Mitarbeiter oder von Ehrenamtlichen, das ist die To-Do-Liste von Memonia. Das Fett-To-Do. Okay, ruf ich mal dazu auf, bitte Anträge zum Thema zu bringen oder Diskussionspunkte. Cool, das Internet sagt, ich darf euch auch als Arschlöcher und Wichser beschimpfen, auch wenn ihr meine Arbeitgeber sind. Das darf nicht zum Internet führen zwingen. Okay, dann kannst du zu anderen Dingen führen. Ja, zu schlechten Fraktionen. Okay, also bitte Anträge oder Diskussionspunkte zum Thema. Ich weiß nicht, ob wir da weiter darüber diskutieren müssen. Ich finde, es ist ganz klar, auch Verantwortung ist bei demjenigen, der im Ausschuss halt sitzt, dass er die inhaltliche Arbeit soweit macht, dass er nach Recherche fragen darf bei den Mitarbeitern, so viel wie Zeit ist, noch zu den normalen Aufgaben. Also das ist dann etwas, was nur als kann, aber muss nicht Ticket ist für mich. Und jeder kümmert sich um rechtzeitig um seinen Stellvertreter, wenn er mal fehlt. Das ist vielleicht noch ein Thema mit Stellvertreter. Ich soll bestimmen. Einer aus der Fraktion muss es machen. Also wenn einer von euch weiß, er fehlt bei einem Ausschuss, bei einer Sitzung. Ja, deswegen hätte ich keine Vertretungsregelung. Und wir müssen auch die Entschuldigung. Das ist eine feststellende gute Sache, bitte. Jetzt wieder mit Redeliste und Welt. Wer möchte was sagen? Felix. Ja. Ja, hat er schon einen. Ja, wir müssen die Vertreter, ich glaube, wir müssen feste Vertreter
bestimmen. Und wenn der Vertreter nicht kann, dann Vertreter vom Vertreter. Schau mal, man muss auch. Warte mal. Wie tut das drin? Und wir müssen auch die Vertreter für die Gremien, die ich rumgeschickt habe, diese Mail. Es gibt ja ganz viele Gremien, wie Spielplatzkommission und Gedenktafelkommission und Migrationsbeirat, was eigentlich sinnvoll ist, dass es mit dem Integrationsausschuss zusammenhängt. Aber wir müssen noch bestimmen, wer da hingeht. Es gibt ganz viele, das ist nicht unbedingt alles sehr arbeitsaufwendig. Ich habe gehört, dass manche Kommissionen tagen nur viermal am Jahr. Aber wir müssen trotzdem da Leute bestimmen und da glaube ich auch Vertreter. Okay, aber dann ist es Moment, der Zwischentrank. Falsch. Ja, gut, dann wechseln wir und sag's gleich. Felix und dann Jess. Also ich halte das auch für äußerst sinnvoll, dass wir festlegen, quasi, wer den Vertreter für den anderen im Ausschuss macht. Einfach damit man weiß, das ist im Zweifelsfall geregelt. Mhm. Weil ansonsten muss man jedes Mal neu suchen. So, wenn dann der Vertreter auch nicht kann, okay, dann muss er halt mal rumtelefonieren. Aber dann ist einfach irgendwie klar, okay, ich kann nicht, du musst mal. Okay, Jess? Es ist nicht festgelegt, man muss keinen festen Stellvertreter benennen, so ist nicht, es kann jedes Fraktionsmitglied sein. Und wenn jemand krank wird, dann kann er auch fragen, wer hat jetzt gerade zum Beispiel keine Ausschusssitzung zum selben Termin, wer hat überhaupt jetzt gerade Zeit, und wahrscheinlich werden sich bei den Ausschüssen auch wenige melden, die dann halt auch Vertretung machen wollen, weil sie nah an dem Thema dran sind. Also es werden wahrscheinlich dieselben Leute sein, die auch Stellvertreter machen wollen, wenn wir jetzt mal. Okay, Ralf und dann Mike. Es sollte aber eine, wenn wir eine fixe Stellvertreterregelung machen, dann sollte es aber auch eine fixe Begründung geben, warum jemand nicht kann. Wenn ich von irgendjemandem zum Stellvertreter irgendwie werde und der alle Nase lang aus irgendeinem Grund in seinen Ausschuss nicht kann, dann bin ich ja zwangsweise als Stellvertreter gezwungen, das dann zu machen. Und wenn es dann heißt, wenn ich da nicht kann, muss ich mich kümmern, dann hat derjenige einen Zonk, der von jemandem eine Vertretung macht, der alle Nase lang sagt, auch heute habe ich Kopfschmerzen, morgen habe ich Bauchschmerzen, übermorgen geht es wegen dem Arbeitgeber nicht. Und das halte ich dann schon auch ein Stück weit für problematisch, da so einen Automatismus einzubauen. Also ich bin ja mit dem Thema überhaupt drauf gekommen, weil die Grünen da irgendwie... Weil die Grünen damit ein Problem haben, dass da nicht so richtig funktioniert hat, dass da irgendwie immer die gleichen Leute irgendwie diese Vertretung übernehmen haben mussten und dass sich deswegen irgendwie ein Modus. Ich könnte mir, dass sie sich dieses Jahr, also für diese Legislaturperiode, einen anderen Modus überlegt haben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir machen einfach eine Liste und da wird irgendwie, wenn einer eine Vertretung gemacht hat, wird einfach irgendwie abgestrichen. Und wenn man irgendwie auf sich selber kommt, dann kommt der nächste dran. Dann wird es, geht es einfach immer reich rum, das ist irgendwie ziemlich gerechtfertigt. Gut. Gibt es weitere Beiträge zum Thema? Okay, Jason, mal. Also ich hätte es nicht auf die Tagesordnung geschrieben, wenn er jetzt irgendwie, wenn ich gewusst hätte, dass er jetzt drüber diskutiert wird. Nein, ich hoffe, dass es nicht nötig wird, dass irgendwie feste Stellvertreter ständig für irgendjemanden im Ausschuss sitzen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so dringend nötig ist, dass wir einer nach dem anderen fest in der, immer in derselben Reihenfolge oder fest jemanden schreiben, der immer der Vertreter ist. So, bei verschiedenen Ausschüssen würden wir vielleicht sagen, dass einer von uns aus der Fraktion eher da Ahnung hat, dass er da lieber jetzt diese zweimal oder so, wie man krank ist, Vertretung macht. Da muss es nicht unbedingt dann jemand anders sein, der jetzt gerade nicht Interesse an dem Ausschuss hat. Oder wir müssen auch nicht unbedingt festlegen, so, es ist der Stellvertreter für das eine Mal krank sein, wo es dann wirklich im Ausschuss vorkommt, wo gerade dieser festgelegte Stellvertreter dann vielleicht sagt, oh, da habe ich aber eigentlich was anderes vor. Also, sorry. Da, glaube ich, müssen wir nicht für die paar hoffentlich nur Krankheitsfälle irgendwie schriftlich festlegen. Ja, ich würde gerne nur abstimmen wollen, ob wir denn generell eine Regelung haben wollen für Vertretung oder dass er... ich hatte mich gemeldet. Ach, Entschuldigung. Ist er runtergestrichen? Nein, doch, nicht auch runtergestrichen, aber... Nicht dran genommen. Ja. Okay, dann mach du das mal. Also, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir A, versuchen sollten, wirklich ganz konsequent unsere Ausschüsse zu besetzen und dann
würde ich doch schon denjenigen, der aus irgendeinem Grund nicht mal zu seinem Ausschuss gehen kann, schon selbst auch auferlegen, eine Vertretung zu suchen. Also dann reihum zu telefonieren und jemanden zu bitten, dahin zu gehen. Also da ist A ist derjenige dann auch, sagen wir mal, in der Verpflichtung, tätig zu werden, ist vielleicht auch nicht ganz so leichtfertig damit zu sagen, so, ich kann heute nicht, weil wenn schon automatisch jemand feststeht, der dann das Label an die Backe gedrückt kriegt und so, dann geht es einem schneller mal nicht gut. Und B ist, halte ich das für unbürokratischer, zumal wenn du eine Liste aufmachst, wo irgendjemand dran steht, der ist an dem und dem Tag dran, da kannst du dich null drauf einstellen, wann das ist. Bei mir ist es so, wenn ich nicht dran bin mit meinem Ausschuss, dann bin ich in der Regel für irgendwas anderes verplant. Und wenn ich dann auf der Liste dran bin, wirst du von mir zu 99% trotzdem einen Korb kriegen. Weil ich einfach ausgebucht bin. Okay, ich habe ja was zu sagen, aber danach kommen dann Mike, Jana, Leonia und Rolf dran. Jetzt ich würde gerne erstmal einfach ein Meinungsbild übergeben, wer überhaupt der Meinung ist, dass wir eine Regelung brauchen. Okay. Zwei, wer ist der Meinung, dass wir keine Regelung brauchen? Zwei, wer hält sich? Okay. Ja, voll Hintergrund, reden weiter. Mike. Wir machen heute bis 12 Uhr. Also ich denke, wie die Regelung auch immer aussehen mag, ich denke, es wird einfach bloß Stress und Ärger untereinander geben, weil irgendwie, ich möchte einfach eine klare Regelung haben. Wie die denn aussehen mag, da bin ich relativ flexibel, aber ich möchte eine klare Regelung haben, weil es uns wirklich irgendwie Stress gibt. Und das ist, wir haben irgendwie eh schon genug Stress miteinander. Ich hätte gerne einfach eine Regelung, wo man sich halten kann. Danke. Okay, dann. Nö, gleich Jana, Leonia, Rolf, dann Felix. Also ich finde auch, dass man besser einen Vertreter hat, mindestens wenn er kann, weil er war vielleicht dann schon ein paar Mal da oder der, wie gesagt, vielleicht hat er auch ein Thema, der ihm besser gefällt. Also wenn jemand ein Vertreter wird für irgendwas, was er überhaupt keine Ahnung hat oder keine Lust, dann hat auch die Fraktion auch nicht so viel davon. Und also erstmal schreiben wir jemanden dran, der wird dann als erstes gebeten und angerufen. Und erstmal, wenn der nicht kann, dann muss man dann telefonieren. Sonst muss man nicht jedes Mal alle Leute auch telefonieren. Das wird einfach vereinfacht und spart Telefonkosten. Und ja, ich kann nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es sehr oft vorkommt, aber es. Das heißt nicht, dass er dann verpflichtet ist, dass er nicht Nein sagen kann. Also natürlich kann er auch Nein sagen. Und dann kümmern sich vielleicht beide drum. Aber ich würde auch interessieren, was passiert, wenn keine Vertretung geschickt wird von der... Kann man dann der Vorsteherin sagen, dass niemand kommt, oder? Das ja, kann man das schlecht, so, die Monika, dann Rolf, dann Felix, dann Jess. Heute schon mal. Und jetzt, ich würde nachher erstmal kurz irgendwie die Sicht machen, also wenn er was sagen will, bitte jetzt melden. Okay. Dann ich noch mit. Okay. Gut, also Rolf, bitte. Ach, Entschuldigung, ja, habe ich auch, ja. Hatte ich schon weggestrichen, weil... Den Trick kennen wir jetzt. Ich muss jetzt Neues ausdenken. Die Vertreterregel habe ich jetzt in der anderen Fraktion auch nicht so gesehen, da ist jeder eigentlich für seine Ausschüsse verantwortlich und in anderen Jobs, wo ich jetzt gearbeitet habe, ist es auch oft so, dass man sich eigentlich selber drum kümmern muss, wer da auf seinem Posten sitzt. Hauptsache sitzt da jemand. Das ist einfach ganz wichtig, sonst gibt es Ärger, wenn da keiner sitzt. Aber man ist schon im Prinzip dafür verantwortlich, außer man ist wirklich krank. Also man hat natürlich einfach, einem geht es schlecht. Dann kann das ja auch mal vorkommen. Aber ansonsten kenne ich das auch aus anderen Arbeitsbereichen nicht, dass es irgendwie Stellvertreter gibt. Natürlich ist es in der Politik noch was anderes, aber das ist auch. Ja, ich bin dafür, dass wir eine Regelung haben, aber dass die so ist, wie Ralf auch schon begonnen hat, dass derjenige, der in seinem Ausschuss normalerweise zum Sitzen hat, deswegen ist er ja gewählt worden, dass der sich auch gefälligst darum kümmert, wenn er aus beruflichen Gründen, wenn er nicht in der Stadt ist oder so krank ist, dass er einen Vertreter findet. Ja, dann haben wir eine klare Regelung. So, wenn jetzt bei einem das so graviert ist, dass er nicht rumtelefonieren kann, weil er kurz vorm Herzinfarkt ist,
muss eben mindestens einer aus der Fraktion oder von unseren Mitarbeitern informiert werden. Zur Not können wir dann noch einen Basispiraten wenigstens finden, der zumindest dort zuhören anwesend ist. Rederecht hat er auch. Und Rederecht wahrnimmt und beim Ausschussvorsitzenden dreimal Asche aufs Haupt stand, sagt, unser normaler Fraktionsmensch kann leider nicht. So, aber es darf auf keinen Fall passieren, dass sozusagen irgendwelche Ausschusssitzungen ohne uns stattfinden, ohne dass überhaupt jemand das weiß und vielleicht wird das erst hinterher in der Presse lesen, dass wir nicht da waren. Also so muss die Regelung schon klipp und klar sein. Felix. Ja, ich habe mir das die ganze Zeit gedacht, ich wäre vielleicht gar nicht so unclever mit der Stellvertreterin. Ich bin aber mittlerweile irgendwie anderer Meinung, beantragt, ob wir irgendwie abstimmen, ob wir eine einführen oder nicht, weil das durchaus auch sehe, dass man tatsächlich sich zu sehr darauf verlässt, dass derjenige das dann macht. Ja. Okay. Ja, das ist jetzt ein Pro-Regelung, ja? Oder Pro? Ja, ein Pro-Regelung und bitte um Abstimmung. Okay, ich würde gerne noch die anderen drei Regelbeiträge lernen machen, dann machen wir jetzt eine Abstimmung. Okay, also jetzt Mike und Jana. Eigentlich weiß, was ich ganz oben am Anfang hingeschrieben habe. Hauptverantwortung hat derjenige, der da drin sitzt. Und derjenige hat sich zu kümmern und ansonsten keine weiteren Regeln. Das war das, was ich, wo ich eigentlich ganz gut angefangen habe, wo ich gar nicht so eine weitere Diskussion erwartet habe. Das ist irgendwie immer so. Leide, ich kann weg, dann hole ich gleich nochmal ran. Und dann Jana, bitte. Also zum Beispiel bei den Verteilung von Ausschüssen. Ich habe den Ausschuss quer so übernommen. Das haben wir gesagt, Hauptarbeit wird von Bürgerdeputierten gemacht und du gehst, wenn du Zeit hast, erinnere ich euch, ich habe meine Schwerpunkte aus Integration und Kultur gesetzt und das haben wir darüber gesagt. Und jetzt kriege ich Pflicht, dass ich immer, also, ja, das kannst du so nehmen, dass niemand wollte es haben, ich habe es genommen, okay. Ich nehme es, damit jetzt ein Grundmandat ist, aber du kannst ja hingehen, wenn du Zeit hast, wenn ihr euch erinnert. Und jetzt kriege ich das aufgebracht und muss ich mich auch um Vertretung kümmern. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das so den dritten Ausschuss auch so mittragen kann. Also, jawohl, das ist deine Schimpfmeldung. Seit wann geht man nur zu seinen Sitzungen, wenn man Zeit hat? Das ist, es war von Anfang klar, hat mir auch so gesagt, dass wir mit den Ausschüssen, die alle da sind, überfordert sind, weil wir nur 5 Leute sind. Und dass es dann Ausschüsse gibt, auf die man sich konzentriert und Ausschüsse, auf die man sich nicht so konzentriert. Das war von Anfang an. Und ich habe auch gesagt, dass es nicht mein Schwerpunkt. Niemand wollte für den Frauenausschuss gehen. Das ist auch nicht mein Schwerpunkt, überhaupt nicht. Und ich habe es übernommen, weil es niemand wollte. Ich habe gesagt, okay, dann. Und ich kann auch nicht versprechen, dass ich jedes Mal hingehe. Also, das war von vornherein klar. Achso, ja, Mike steht noch drauf, hier hält es aber zu. Wir können das gleich noch drüber reden. Bloß ich sehe, dass eine andere Diskussion ist. Genau, das andere Diskussion, lassen Sie bitte die Redebeiträge und dann reden wir darüber. Bye. Also ich möchte einfach nochmal darauf deutlich hinweisen, es hat bei den Grünen nicht funktioniert. Und deswegen aus diesem Hintergrund möchte ich, dass wir da irgendwie eine Regelung, also ich vertrete gerne jemanden. Es ist nicht irgendwie, dass ich mich drücken möchte von meinen Ausschusssitzungen, ich vertrete gerne jemanden. Dann kann ich nicht damit reden, aber ihr könnt mich, wenn ihr hier bin, dann ruft ihr mich an, da weiß ich Person XY, dass ihr fraktionsintern auf jeden Fall Bescheid wisst, dass ihr mich dann anruft oder Malte und sagt, wir können heute nicht. Wenn man sich nicht selber darum kümmern will, und dann weiß man Bescheid. Und zur Not halt einen Basispiraten, wie Ralf sagt. Wir haben ja auch mal einen Bürgerdeputierten Vertreter. Genau, dann habt ihr eh noch den Bürgerdeputierten und habt dann noch vielleicht einen Stellvertreter dann noch und dann organisiert das halt das Büro. Egal. Okay, also aber dann ruft man halt an, rechtzeitig, so schnell. Jetzt gerne die Abstimmung von dir vorziehen. Formulier die bitte nochmal. Wollen wir eine Stellvertreterregelung festschreiben, ja oder nein? Okay, wer ist dafür? Okay, wer ist dagegen? Aha. Okay, das ist geändert. Also nein. Okay. Also Chaos. Ja. Ja, das kann man ja wieder, also man kann die ganzen Sachen ja wiederholen, wenn man merkt, es wird schlecht. Ich möchte dazu sagen, dass keine Stellvertreterregelung soll nicht heißen, dass ein Ausschuss dann unbesetzt bleibt, sondern jeder hat für seine Ausschüsse einen Hut auf und kümmert sich darum, wenn er nicht geht, das nach Möglichkeit zu besetzen. Und wenn keiner Bock hat, dann hat er keinen Bock.
Ja, ja. Sorry, nein. Haushalt ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber ich habe das. Und da muss ich dann hin, auch wenn ich keinen Bock habe. Leute, wir machen eine Redeliste. David hat sich schon gemeldet. Ja, es ist wohl erstmal. Mike, Wolf, David ist dran. Ich muss kurz noch einen Einfluss bringen aus dem Off. Also ich fand ja die Idee mit dem bierdeckelmäßigen Strichlisten schon mal, wer mal Ersatz gemacht hat, ja schon mal ganz toll. Ich glaube, die werde ich probieren, auch in Mitte zu übernehmen. Das ist, finde ich, erstmal ein guter Ausgangspunkt, zu sagen, so, ich habe schon mal genommen, der hat das schon mal voll zu machen. So. Und ansonsten, was spricht dagegen, zu sagen, okay, was sind denn so kritische Aussagen? Thema, sorry, aber eigentlich haben wir gerade abgestimmt und brauchen wir die Zeit eine Stellvertreterregelung. Warte mal, was ich sagen wollte, ist halt, vielleicht kann man für problematische Ausschüsse, wo sich irgendwie, ihr wisst jetzt, es gibt möglicherweise welche, wo Leute nicht mehr können, dass man für manche schon mal guckt, okay, wer würde da in Frage kommen und das irgendwann mal bespricht. Okay, aber der Punkt war abgehakt, wir haben abgestimmt. Ja, zu der Definition, wie wir es festgelegt haben, ja, wir haben gesagt, man muss nicht sich voll reinhängen in allen Ausschüssen. Zumindest hingehen. Bin ich der Meinung, hätten wir zumindest gesagt, man muss nicht, sich nicht inhaltlich groß auseinandersetzen, sondern lässt sich beraten von den Bürgerdeputierten, aber dass man irgendwie von vornherein sagt, ich werde da regelmäßig nicht hingehen, das würde mich wundern, wenn ich das überhört hätte, weil das finde ich extrem ungünstig, weil wir da in dem Augenblick einfach die Stimme, die wir von Lena gekriegt haben für diesen Ausschuss, verschenken. Also man muss sich nicht damit beschäftigen, aber man muss da sein. So hatte ich es auch in Erinnerung. Okay. Also Wolf, ja, ich schreibe mir selber danach noch, aber jetzt noch. Genau, wenn jemand Schwierigkeiten hat, zeitlicherseits, dass er sagt, ich kann da zwar hingehen, aber ich brauche inhaltliche Unterstützung. Ich bin gerne bereit, können wir nachher auch nochmal reden, auch bei der Büroarbeit und gerade bei Unterstützung, ich habe ja ein bisschen Zeit auch tagsüber, ich kann auch, das habe ich ja ein bisschen hochgemacht, ja. Dass ich Zuarbeitungen gemacht habe oder auch Termine wahrgenommen habe, die tagsüber waren und dann anschließend informiert habe. Wenn also irgendjemand sagt, ich brauche Unterstützung, dann gibt es, denke ich mal, überhaupt kein Problem. Da werden wir jedem helfen, wie wir können. Aber die Pflichten eines Bezirksverordneten sind auch in der Geschäftsordnung und sind ziemlich eindeutig geregelt. Ihr müsst mit euch dann vielleicht nochmal angucken. Ihr habt Rechte, aber auch Pflichten. Und da ist es auch drin, dass man sein Amt pflichtgemäß wahrnimmt und in den Gremien dieser BVV aktiv mitarbeitet. Wenn man das nicht will oder nicht kann, dann kann man eigentlich auch nicht dafür kandidieren. Also das muss schon klar sein, dass eine bestimmte Engagement, eine Pflichterfüllung für dieses Mandat auch wahrgenommen wird. Wenn jemand zeitlich, persönlich, arbeitsmäßig, wesentlich was Schwierigkeiten hat, werden wir immer versuchen, ich auch, zu helfen, wo man nur kann. Ohne jetzt jemand hier kritisieren zu wollen, aber gut. Okay. Wenn wir die Kosten zum Thema sagen, wir sind natürlich jetzt eine extrem kleine Fraktion und die Belastung von jedem von uns ist viel höher als bei anderen Parteien. Deswegen hatten wir das Problem, dass von uns jeder eigentlich, von der Fraktionsmitglieder, drei Ausschüsse kriegt, was bei anderen Fraktionen nicht der Fall ist. Und ich hatte einfach einen Eindruck, dass es ja nicht heißt, dass es dann Ausschüsse gibt, wo der Bürgerdeputierte die meiste Arbeit macht. Okay, ich kann mich nicht erinnern, dass wir explizit gesagt haben, wir müssen trotzdem da sein. Ich halte es für sinnvoll, dass man da ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir das so vereinbart haben. Ich finde es trotzdem gut, vor allem kann man das Stimmrecht weitergeben an Vertreter? Ich weiß nicht, das wäre nett, wenn es mir beantworten würde. Dann könnte man ja einen Ausschuss möglicherweise flexibel anteilen. Also ich hatte in Erinnerung, dass wir schon gesagt hatten, dass derjenige zumindest dann da in dem Ausschuss das Grundmandat wahrnimmt, um das Stimmrecht auszuüben. Wir hatten aber gesagt gehabt, dass die Arbeit dann eben der Bürgerdeputierte macht und deswegen hatten wir ja auch versucht, die Bürgerdeputierten da eben in den Ausschüssen mit anzusiedeln, die dann sozusagen diese zusätzlichen Ausschüsse waren. Wir hatten doch extra gesagt, wir gehen in alle Ausschüsse rein, damit wir das Grundmandat nicht verschenken. Und das heißt doch aber dann dahin gehen. Das heißt aber nicht, dass man dann da die Arbeit machen muss. Keine Vorbereitung, keine Nachbereitung. Das kann man dann delegieren an den Bürgerdeputierten. Also, okay. So habe ich es in Erinnerung. Also,
mir fällt gerade irgendwie ehrlich die Kinnlade runter. Ich denke, wir sind auch hier angetreten, um irgendwas zu machen. Und wenn ich mich für diese Ausschüsse entschieden habe, ja gut, da gibt es halt Dinge, die interessieren mich mehr oder weniger, aber ich denke auch für die Dinge, wo ich mich weniger interessiere, muss ich mich einfach einbringen. Das ist ja irgendwie kein Wünsch dir was irgendwie. Weil du guckst mir jetzt gerade an. Nein, ich muss ja irgendwo hingucken. Also, ich hatte jetzt so den Eindruck, dass du mich gerade kritisierst. Ich falle gerade irgendwie aus allen Wolken irgendwie, das geht überhaupt nicht. Irgendwie, wir müssen es da tun. Ja, also. Und? Ja, ich bin noch ein bisschen dann so dich drauf ist. Dann frage ich das und ich bin ja sicher bei der Ausschussarbeit. Ist es so, dass bei jedem Ausschuss dass eine Abstimmung anstehen? Klar. Fängt schon damit an. Gut, alles klar. Ja, okay. Ich nehme das in der Tagesordnung. Rederecht, alle Bücher. Es gibt eine Anwesenheitsliste, die unterschrieben wird. Ja, wenn es darum geht, dass wir einfach physische Entscheidungen nehmen, ist es dann notwendig, dass man bei jeder Sitzung teilnimmt? Ja. Also, okay, das ist eine kleine Antwort. Sache wir das. Deswegen hatten wir ja das mit dem Grundmandat auch gesagt gehabt. Okay, Jess, dann David. Genau das. Also das war für mich jetzt gerade so, bitte? Man kümmert sich nicht selbst um seine Ausschüsse, dass das so der Schwerpunkt ist. Hey, sorry, also ich meine, dafür sind wir gewählt worden. Dann hätte man vorher nicht kandidieren dürfen, wenn man denkt, so, ich gehe da nicht in die Ausschüsse. Ich kann möglichst viel an Arbeit wegdelegieren. Also, was ist denn das? Da fällt mir echt die Kinnlade runter, dass überhaupt über sowas nachgedacht werden muss. Stellvertreterregelung gibt es uns so nicht. Das ist für den Fall, dass man wirklich mal einmal im Monat lang krank, einmal im Monat krank ist. Genau wenn dieses, also na, einmal im Jahr, wie oft kommt das vor, dass man diese Sitz, dass man wirklich das ist wirklich so, wie oft ist man krank, wirklich dann nochmal seine Ausschüsse hat und kann deswegen gar nicht hin. Ich habe nicht gedacht, dass es ständig vorkommt. Und so überhaupt diese ganze, was hier, wo hier drüber geredet wird, diese Arbeitseinstellung, also nee, sorry. David? Also ich kann auch wieder nur aus dem anderen Bezirk das Verhältnis beschreiben. Da haben wir das so gemacht, wir haben die auch noch nicht klar definiert, aber wir haben bei uns auf jeden Fall irgendwo stehen, dass wir irgendwie das mit den Ersatzkandidaten für die Ausschüsse machen. Es müssen halt auch andere BVV-Piraten sein aus der Fraktion. Wir haben uns noch nicht klar festgelegt, wer genau das macht. Aber wenn ihr hier schon mit der GO Sachen gemacht habt, vielleicht könnt ihr da irgendwie Sachen machen, dass ihr irgendwie variabel die wechseln könnt. Weil es muss nicht unbedingt der eine für den Ausschuss zugewiesen da sein. Es geht erstmal darum, dass einer von dem Team anwesend ist. Also er muss halt nur irgendwie eine Legitimation haben, dass irgendwo steht, er ist berechtigter Vertreter. Dann geht das auch. Also, und die überschneiden sich nicht so häufig, glaube ich. Da kann ich direkt was zu sagen. Das ist hier in Friedrichshain-Kreuzberg so üblich. Wenn das Ausschussmitglied nicht an der Sitzung teilnimmt, dann kreuzt da irgendeiner von der Fraktion auf, streicht den Namen des Ausschussmitgliedes vor euch, schreibt seinen Namen dahin, unterschreibt und ist in dem Moment dann der Vertreter. Genau. So wird das hier gehandhabt und es läuft total flexibel. Und es ist häufig so, dass irgendwie in den Ausschüssen andere Leute aufkreuzen. Es ist nicht immer der gleiche Vertreter. Also ich war in der letzten Legislatur häufig hier zur Ausschusssitzung gewesen und ich habe gesehen, dass da teilweise in drei Ausschusssitzungen hintereinander drei verschiedene Leute da saßen von den Parteien. Also so war das hier in Friedrichshain-Kreuzberg. Ich weiß nicht, ob das so in der GO steht, aber das ist der Stand, so wie es hier gehandelt wird. Keine Sache. Dann habt ihr es ja gut. Das Sitzungsgeld bekommt der da ist. Genau. Es muss ein Fraktionsmitglied sein. So, bitte wieder Redeliste, hat irgendwas zu sagen, dann bitte melden. Super. Können wir den Punkt abhaken oder möchte noch jemand einen Antrag stellen, den wir abstimmen sollen? Weiter. Okay. Die Vertretung in den Ausschüssen ist 145 gewesen. Darf ich zu 159 was sagen? Oder sind wir dann? Ich gucke mal, wo wir sind. 159,
Also wir waren bei 145 und... Achso, jetzt sind wir bei Büro- und Mitarbeiterorganisation, sehe ich das richtig? Nee, wir... Achso, das ist Protokoll jetzt, was hier kommt. Ja, genau. Also genau, 161. Wir haben es jetzt gerade 5 vor 9 und Deadline ist 22 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen, schnell da durch, was wir alle schon haben und dann weg, oder? Ich würde gerne nach oben scrollen, das fällt dir erstmal nicht. Fraktions-IT-Anschaffung, da möchte ich vielleicht was dazu sagen. Wir hatten das letzte Mal versucht, eine Abstimmung darüber zu machen, dass Malte sich um das Internet kümmert. Da war es so gewesen, dass Mike nochmal da reingucken wollte. Sind wir jetzt so weit, dass wir heute darüber abstimmen können? Malte, bleibst du vielleicht mal den Moment da? Es geht da um eine Sache, die du vielleicht machst. Vielleicht schaffst du es noch 2 Minuten, das auszuhalten. Sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, Mike? Hast du es dir angeguckt? Können wir darüber jetzt abstimmen? Nee, ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich keine Informationen hatte. Okay. Können wir denn da trotzdem abstimmen, oder? Wir können da trotzdem abstimmen. Okay. Okay, dann stelle ich hiermit den Antrag, Malte zu beauftragen, das Angebot wahrzunehmen, und zwar dieses kündbare Angebot, was nicht die Telekom war, was er uns vorgestellt hat das letzte Mal, sich darum zu kümmern, dass wir dort in unserem Raum diesen Anschluss bekommen. Für Internetanschluss, ja? Um Internetanschluss. Da konnten wir uns das letzte Mal nicht darauf zu einigen, dass wir darüber abstimmen. Und ich stelle jetzt den Antrag, das abzustimmen. Okay. Wer ist dafür, dass ich mal, dass Malte beauftragt wird, das zu tun? Oh, cool. Wunderbar. Ja. Ab ja. Das hat man letzte Woche schon gemacht. Mit der ganzen Frage Büro und Mitarbeiter, da waren wir jetzt alle Punkte schon durch. Okay, also, genau, das gehört mit dazu. Das ah, ja, klar. Genau. Das war jetzt der oberste Punkt. Der oberste Punkt. Achtung, nächster Punkt. Aufgaben der Mitarbeiter oder von Ehrenamtlichen. Wer hat dazu was zu sagen? Das geht ja alles zu weit. Deswegen, das ist einfach nur, Demonia hat eine Aufgabenliste gemacht. Wir organisieren das mit dem BVV-Bürosquad, mit ehrenamtlichen Helfern, mit Ticketsystem, mit Aufgabenaufteilung. Da kann jeder gerne mit drauf gucken und was dazu schreiben. Das war praktisch ein Tagesordnungspunkt zur Information für uns. Ja. Okay. Genau. Ansonsten war gedacht, da Büropflichtzeiten zu machen, einfach auch, wo dann andere Helfer da sein können, für Telefondienst, Bürgersprechstunde, Öffentlichkeitsarbeit. Es geht darum auch, dass wir hier vor Ort sind für Bürger, und es muss jemand da sein, immer mit dem Schlüssel, wenn jemand für uns als Unterstützung arbeiten will. Also, dass wir da feste Zeiten im Terminkalender schreiben, wann jemand da ist. Gibt es schon Vorschläge dazu, wann diese festen Zeiten sein sollen? Für Demonia, Montag und Mittwoch war die Vorschläge, bei Malte könnte man das noch sehen. Wenn ich was mehr verstehe, wo ab, wenn ihr nicht drin seid. Montag, was hatten wir gesagt? Die Tür schnell offen. Oh, 11 bis 15. 11 bis 15? Vom Piratenkartoffel. Oder 12 bis 16. Ich glaube, 16 waren 16, muss ich ja schon gerne. Achso, ja, dann wäre es 11 oder 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. 15.30 Uhr oder sowas? Ja. An beiden Tagen gleich? Nee, ist mir egal. Oder Mittwoch 6 Stunden.